Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zurück in Transportfever 2 hier von meinem kleinen Bodensee-Projekt. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Die Dampflok dampft durchs Bild, sehr cool. Ach, herrlich. Ich habe schon so oft gesagt, ich würde vieles dafür geben, einfach in der Zeit groß geworden zu sein. Dann wäre ich heute mal ein bisschen älter, aber ja, da war das Leben noch unbeschwert. Sehr, sehr schön. Herrlich. Ja, was habe ich heute mit euch vor? Ich möchte unserer schönen Autobahn hier erstmal eine kleine, aber feine Raststätte verpassen. Ich würde sagen, die bauen wir hier hin. Da hat ja der gute Huge Dragon, der hat ja hier so wunderbare... Wo haben wir sie? Sind die überhaupt mit dabei? Ne, die sind wahrscheinlich hier. War das nicht sogar... Genau, das war sogar eine Industrie. Da haben wir ja hier diese wunderbaren Raststätten. Das war vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber auf jeden Fall cool. Und das passt ja auch gut hier rein, ne? Die können wir wunderbar hier reinstellen. Das machen wir jetzt auch mal. So. Und dann hauen wir uns hier eine Raststätte rein. Was haltet ihr denn davon? So. Geil. Da können wir dann ja auch Lebensmittel hinbringen. Und dann machen wir hier nochmal ein wenig Korrigierungen. So. Ziehen das dann hier einmal nach. So. Und dann haben wir hier so eine wunderbare, coole, schöne Raststätte. Und da können wir Lebensmittel und Treibstoff hinbringen. Einfach geil, das Teil. Und auf die andere Seite hätte ich dann natürlich auch gerne eine. Aber ja, ich würde sagen, wir lassen das erstmal. Eine auf die Seite, weil auf die andere ist gerade ein bisschen schwierig. Das machen wir dann. Normal sind die ja immer parallel, ne? Wir könnten jetzt natürlich hier noch einen hinbauen. Dann nehmen wir das Stückchen hier weg. Bis hier. Und dann setzen wir hier noch eine hin. Also die meisten Rasthöfe sind ja dann so quasi so versetzt nebeneinander. Also auf gleicher Höhe auf den Autobahnen. Also kommt auch vor, dass es mal nicht so ist, aber es ist ja eigentlich die Regel. Damit auch beide Richtungen dann natürlich die Möglichkeit haben, den Rasthof anzufahren. Ja, sehr cool. Macht doch gleich was her, wenn wir hier so ein paar Rasthöfe haben. Ich meine, wir sind im Jahr 1984. Passt jetzt vielleicht nicht ganz von den ganzen Fahrzeugen, die hier stehen. Aber auf jeden Fall geil. Gefällt mir. Und soweit ich mich erinnere, fahren hier auch Sims zum Arbeiten hin. Also das heißt, unsere Autobahn sollte eigentlich voller werden jetzt. Schön. Neue Fahrzeuge. Boah. Andere Varianten der Baureihe 111, die V220-2 und Güterwaggons. Er ist auch voll, so muss das sein. Schön. Und ich würde gerne, wir haben hier hinten unsere rechte Rheinstrecke, wenn ich es denn finde. So, genau, und hier haben wir ja noch unsere Güterloks fahren. Güterloks, unsere Dampfloks. Und hier würde ich jetzt gerne das Ganze auch mal ersetzen. Ich habe nämlich... Ich hoffe, die sind schon verfügbar, aber ich denke... Ich habe nämlich ÖBB-Loks installiert. Einmal die 1043er und dann hier die 1046er. Da würde ich dann hier aber eher gerne die fahren lassen, weil die haben eine höhere Geschwindigkeit. Ja, da haben wir nur eine. So, dann nehmen wir zack. Die haben eine Kapazität von 100. Die passenden Waggons dafür habe ich jetzt nicht. Gucken, was wir dahinter hängen. Die Einheitswagen nicht. Was haben wir denn hier Schönes?
Na, was passt denn farblich? Irgendwas Rotes im Angebot? Ich glaube nicht. Hier zumindest nicht. Hier, die sind doch schön. Rot-Violett. Und einmal ersetzen. Schön. Haben sich einige gewünscht, dass ich auch mal ÖBB-Loks fahren lasse. Ich weiß, die Zugzusammenstellung passt jetzt überhaupt gar nicht mit den Wagen, aber es ist immer noch ein Spiel und wir spielen ja jetzt hier nicht den puren Realismus. Geiler Sound. Schöne Lok von Markus 1014. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, dann haben wir die auch. Was ich jetzt noch machen will, ist, ich möchte mal gerne von den kleinen Dörfchen, die hier so rundherum sind, zum Beispiel hier oben, hier irgendwie einen Zug hinfahren zu lassen. Na, ja, ihr merkt schon, die Performance, die ist zwar immer noch nicht schlecht, richtig schlecht, aber weit weg von gut. Zum Beispiel hier, von dem Örtchen hier, als St. Johann. Und auch hier von Wildhaus schönen Boden. Hier würde ich niemals von hier unten eine Zugstrecke hoch kriegen, die einigermaßen okay aussieht. Deswegen lassen wir hier mal einen Bus fahren, so einen Überlandbus. Bauen uns hier mal eine Bushalte hin. So. Was haben wir hier eigentlich? Busbahnhof. Aha. Busbahnhof Riesa ist jetzt auch verfügbar. Was haben wir hier noch? Ja, der ist doch vielleicht gar nicht schlecht, dass wir hier so einen kleinen Busbahnhof haben. Was deckt der ab vom Örtchen? Na, wenn ich den hier hinstelle, vielleicht hier rein. Die Kirche muss natürlich weg. Das ist immer so herrlich. Ja, gleich mal wieder ein paar Hausbesitzer hier enteignen. Das kann ich ja am besten. Und dann würde ich den vielleicht hier sogar reinstellen. Oder nach hier. Das ist noch besser. Genau. So. Und der fährt dann. Ja, nehmen wir Alt St. Johann, nehmen wir auch noch mit. Machen wir dieselbe Bushaltestelle hin. So. Und dann machen wir einmal von hier. Hier und dann einmal nach hier unten. Der hält dann. Hier war auch noch keine Busverbindung, fällt mir gerade auf. Dann nehmen wir das doch gleich mal mit. Dann können wir nämlich hier auch gleich den Bus halten lassen. Einmal hier. Genau. Der fährt dann hier rein, hält hier, fährt dann darüber und auf dem Rückweg lassen wir ihn hier anhalten. Und dann können wir ja hier die Bushalten mit benutzen. Genau. Hält dann hier an. Genau, fährt dann nach hier. Und fährt dann gleich zum Bahnhof. Genau, einmal hier rum. Und auf dem Rückweg bitte wieder hierhin. Und dann wieder hierhin. Genau. Und dann fährt er ja wieder nach Alt-Johann Zentrum. Schön. So, Alt St. Johann Vaduz Überland. Was haben wir denn hier Schönes? Da hätten wir den MAN, der fährt 83,80. Haifisch fährt der, der fährt 85. Der hat natürlich aber kaum Kapazität. Nö, dann nehmen wir ihn hier. Zwei, die von hier oben losfahren. Und dann lassen wir noch zwei von hier unten losfahren.
zwar von hier. Genau. Dann haben wir das nämlich auch mal angeschlossen ans Netz. Nö, du drehst bitte. Und du auch. Können aber mal, machen wir eigentlich viel zu selten, die Farbe ändern. Mal einen blauen Bus nehmen. Und einen grünen Bus nehmen. Ja, ist aber auch ganz schön holprig hier, das Städtchen. Ist mir gar nicht aus der Vogelperspektive eben so aufgefallen. Ja, passt schon. Genau. Warten dann noch gleich welche. Das ist doch optimal. Okay, die fahren jetzt wieder runter. Dann sollen sie das machen. Solltet ihr nicht eigentlich auf dem Rückweg? Nee. Stimmt, da hatten wir einen eigenen Zug eingerichtet. Hier können wir auch mal eine Verbindung drüber bauen. Eigentlich spricht ja nichts dagegen. Lieb. Dann brauchen die nämlich nicht immer hier hinten rum. Gleich 18. So. Und wie immer die tollen Ampeln. Okay, das passt soweit. Das ist natürlich auch schön. Jetzt habe ich die ganzen Häuser hier weggerissen. Oh, hier warten aber viele. Ah, hier haben wir auch noch die alten Dinger fahren. Hier fahren auch noch die alten Dinger. Nehmen wir mal die. Auch gar nicht so schlecht. So. Sehr cool. Ja, die Fluglinie hier, die läuft richtig. Das ist wirklich mehr als genial. Es hat übrigens auch jemand geschrieben, hast du wirklich hier die Alpen rasiert? Ja, habe ich gemacht. War das hier? Wo hatte ich denn das? Wo hatte ich denn die Berge weggenommen? Irgendwo hatte ich doch die Berge gestutzt. Oder hatte ich das gar nicht gespeichert? Ich glaube, ich hatte das gar nicht gespeichert, ne? Oder war das beim Sommer-Update verloren gegangen? Da musste ich ja meinen Spielstand kurzzeitig ein paar Folgen zurückdatieren. Das kann natürlich auch sein. Er hatte da geschrieben, das ist wie wenn man in Hamburg die Elbe zukippt. Ja, tut mir leid. So. Das läuft alles. Jetzt wollte ich mal bei der Autobahnraststätte kurz gucken. Oh, hier ist aber auch. Ist der gerade da? Ja, der kommt gerade an, ne? Ne, hier. Doch, da kommt er. Der kann 418 aufnehmen. Ja, da reicht im Moment noch ein Zug. Schauen wir mal kurz bei der Autobahnraststätte. Nee,
Hier fährt noch keiner hin zum Arbeiten. Oder? Doch. Seht ihr? Hier fahren die Leute auch zum Arbeiten hin. Da möchte ich aber... Ich weiß, dass das alles nicht so realistisch ist, wie es eigentlich bei einer Autobahn ist. Aber da möchte ich definitiv hier auch nochmal eine Abfahrt reinmachen, die einmal hier in den Ort führt. Das ist ja eigentlich Blödsinn, ne? Müsste ich nämlich auch eine Auffahrt machen. Einmal hier eine Brücke. Warum die Brücken so zerstört sind, das würde mich auch mal interessieren. Sieht ja furchtbar aus. So, hier hinten sind die richtigen. Nehmen wir die. So. »36 nur. Das war auch mal anders. Genau, machen wir hier die Abfahrt. Ja, schon besser. Hier machen wir die Abfahrt. Ach, das geht nicht wegen dem Signal. Steht ein Signal. Noch einfach hier die Brücke weiterführen. Einmal hier rüber. Genau. Und dann fahren wir hier rein. Genau. Wir machen hier noch eine Auffahrt. Und hier noch eine Auffahrt. So. Und dann müssen wir hier einfach alles wegmalen. So leid es mir tut, aber das sieht natürlich nicht so toll aus. Hier auch mitten im Ort. Die Städte holen sich die landwirtschaftlichen Bereiche hier wieder. Das ist Wahnsinn. Und ich denke, umso mehr Auf- und Abfahrten wir haben für die Autobahn, umso mehr Leute werden diese auch nutzen. Ist ja auch logisch. So. Und für alle, die sagen, das sieht aber ein bisschen komisch aus. Das mag sein, aber ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass ich noch mal, dass ich das Ganze hier so Schönbau Wirtschaftsmix mache. Aber da ich vorhabe, bald wieder eine Schönbaufolge, also eine Schönbaustaffel zu starten, bleibt das hier jetzt erstmal unser quasi unser Wirtschaftsspielchen. So. Perfekt. Das ist doch okay. Ich finde, das kann man so lassen. Wenn ich die Schwimmbaustaffel dann starte wieder, dann wird natürlich dieses Projekt weitergehen. Das hatte ich ja schon einige Male angesprochen. Hier habe ich natürlich kaum Vorbereitungszeit für eine Folge. Ne? Da lade ich die Karte, gucke, oh, was hast du heute vor? Und dann geht's los. Wobei das beim Schönbau natürlich ein bisschen anders ist. So, das ist doch, ja, sieht fast aus wie eine normale Autobahnauffahrt und Abfahrt. Ist okay. So, wir können sie hier abfahren, hier auffahren. Das Einzige, was ich jetzt noch machen würde, ist vielleicht hier noch eine Auffahrt, ne? Ne, Quatsch. Können Sie ja hier auffahren. Verzeiht mir, wenn ihr das anders machen würdet und wenn ihr sagt, so baut man keine Autobahn. Das ist das erste Mal in Transportfieber, dass ich überhaupt eine Autobahn baue.
Und so schlecht ist es doch gar nicht. Hier können wir auch noch mal malen. So, das kann erstmal bleiben. Hier noch mal glätten. So. Auch nur 75. Was sagt denn generell die Linie? Die Linie sagt, uns geht's gut. Perfekt. Halb so wild. Aber hier, hier ist auch noch ein Anschluss. Guck mal. Das ist mir ganz entfallen, dass das Teil ja auch noch einen Anschluss hat. Können wir noch hier hinten raus. Und hier auch. Da würde ich jetzt ja so eine kleine Landstraße hier einmal drüber. Genau. Schön. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Kommt wieder unser. Ja, das ist auch geil. Der Zug. Na gut, die Linie ist okay, aber generell könnte das besser sein. Ich will mal gerade gucken. Puh. 528. Wie viel liegt hier oben? 206, jetzt können wir definitiv noch mal hinten ein paar Waggönchen dranhängen. Ändern. Ändern, ändern, ändern. Genau. Yep. Das sind 13 Wagen. Richtig? Ne, 13, 14 Wagen. 14 Wagen. Okay. Dann hau mal voll. Ich brauche Geld. Ich bin auch am Überlegen, ich würde natürlich gerne noch eine neue Passagierlinie installieren. Die Linie hier läuft eigentlich auch ziemlich gut, ne? Ja. Was sagt denn hier der Bahnhof? Oh, hier haben wir noch so ein ganz altes Teil. Guck mal hier. Uiuiui. Könnten wir auch demnächst mal bald ersetzen. Ja, so viele Passagiere stehen hier jetzt nicht. 52. Hier haben wir nicht gerade viel. Die Busse hier. Auch die können wir mal ersetzen. Da nehmen wir ihn hier. Yep. Aber hier stehen schon viele. 430. Ja gut, der ist immer voll, wenn er hier ankommt, ne? Uiuiui. Ach, hier steht wieder eine Ampel. Wenn man eine vergisst, wisst ihr, das ist, oder mehrere sogar, das ist echt blöd. Hatte ich auch einen Kommentar, vielleicht könnte man das Skript im Spiel umschreiben, dass ja nicht immer eine blöde Ampel baut, sobald man das Spiel, sobald man eine Straße aufwertet. So, jetzt machen wir hier mal so ein paar Querverbindungen. Da müssen die Autos nämlich nicht alle da vorne lang. So, hier auch noch. Wo fahren die denn alle lang? Hier, ne? Guck mal, ihr könnt auch hier lang fahren. Kleine Abkürzung. So. Dann werten wir hier auch noch mal auf. Das geht auch. Aber als Landstraße bitte, nicht als Stadtstraße. So.
könnte ich einen Kreisel reinbauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wird immer schlimmer. Das auch schon oft gesagt, das könnte mir egal sein, aber es sieht halt auch einfach doof aus. Alles verstopft. Wieso ist der Bau hier nicht möglich? Wieso geht denn das nicht? Erstmal hier. Jetzt geht's. Okay. So. Hier mache ich definitiv einen Kreisel hin. Konstruktion, Kreisel, drei Fahrbahnen. So. Einmal, zweimal, dreimal. Das kann auch weg. Die kann weg, die kann weg. Dann baue ich hier oben noch einen Kreisel hin. Hier. Hier mache ich noch einen hin. So. Okay, und hier machen wir auch noch einen hin. Die können wir mal wegnehmen erstmal. Oh, ein neuer Bus. Oh, und ganz viele neue Varianten. Von Lokomotiven ohne neue Straßenbahn. Neue Wagen. Okay. So. Dann hoffe ich doch mal, dass das jetzt so ein wenig besser funktioniert. Oh mein Gott. Ist auch noch Ampel. Ich weiß nicht, es ist ja eigentlich als großes Feature angekündigt worden für den zweiten Teil, aber diese Ampel, ne, das ist schon irgendwie nicht so geil. Vielleicht können wir hier auch noch eine Brücke drüber ziehen. So. Genau, hier eine Brücke. Aber bitte so eine. Ah, das geht wieder nicht. So, und dann können wir hier runter. Steigung zu groß, ja, ist klar. Nehmen wir noch mal weg. Machen wir die Brücke nämlich so. Nach hier. Die hier und dann gehen wir hier rein. Genau, dann passt das besser. So, dann können die nämlich von hier noch nach da und sich anstatt hier in den Stau zu stellen, hier oben lang fahren, wenn sie dann möchten. Sollen wir mal schauen.
Oh Mann. Ja, ist zu krass. Das ist, glaube ich, auch die größte Stadt fast. 1119. Ja. Ist schon weit vorne mit dabei, auf jeden Fall. Gossau, drittgrößte Stadt. Heftig. Naja, okay. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier ein paar Kreisel installiert. Stauen tut sich trotzdem. Ohne Ende. Heftig. Einfach nur heftig. Auch nach hier. Eieiei. Übel. Naja, okay. Für die Folge soll es das erstmal gewesen sein wieder. Schauen wir nochmal bei den Raststätten vorbei. Ah, viel mehr Verkehr ist jetzt hier auch nicht. Leider. Na, okay, hier fährt ein bisschen was. Das wird, glaube ich, mit der Zeit. Okay, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Und mal schauen, was wir in der nächsten Folge so wieder Buntes treiben. In dem Sinne, danke und ciao, ciao.